Hi, hier ist Ralf von erfolgswolf.de und in diesem Post geht es um fünf Beiträge bzw. Beitragsarten für deinen Blog, die dein Business durch die Decke schießen lassen werden. Und ja, das hat bei mir funktioniert, das hat bei vielen anderen funktioniert. Tanya Eliza, Eric Worre, Benjamin Heini und Mara Sticks und vielleicht kennst du viele andere Leute auch, die sehr, sehr erfolgreich Blogs aufgebaut haben. Diese fünf Postarten, die du benötigst für deinen Blog, wie du einen Blog aufziehst, also wie das mit der Technik funktioniert, ist heutzutage wirklich extremst einfach. Ja? Also in der Erfolgswolf Akademie zum Beispiel zeige ich das in zwei Modulen. Ja, wie man sowas mit WordPress initiieren kann. Es gibt aber heutzutage auch schon Dinge wie blogger.com und viele, viele andere Systeme. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht. Und wie gesagt, wenn du einfach auf akademie.erfolgswolf.de mal drauf gehst, dann kannst du dir eine kostenlose Inforeihe holen. Und da unter anderem wird auch behandelt, wie das funktioniert mit der Technik. Okay, fangen wir einfach direkt an. Welche Posts brauchst du denn überhaupt? Und was kommt immer wieder vor in deinem Business? Also was wird immer wieder gefragt? Und das Erste, was eigentlich immer auftaucht, ist das Wir gegen die. Ja? Also wir gegen die oder sie gegen uns. Ja, das heißt also, wenn du ein Produkt hast, wenn du ein Business aufbaust oder auch eine Dienstleistung anbietest, dann ist immer die Frage, was hat unser Produkt Besseres als das der Konkurrenz? Ja, also die Konkurrenten selber haben die und die Merkmale und wir haben die und die Produktmerkmale. So, jetzt ist also die Frage, was macht unser Produkt einzigartig? Beziehungsweise was ist der Differenzierungsaspekt? Oder manchmal spricht man auch von dem sogenannten USP, ja? Unique Selling Proposition. Im Grunde genommen, ich bediene mich immer eines Tricks. Was heißt Trick? Also eine Methode vom Dirk Kräuter. Ein sehr, sehr, sehr cooler Typ, ein sehr bekannter Verkaufstrainer. Und der sagt, wenn du dir dein eigenes Produkt nicht selbst verkaufen kannst, wie sollen es dann andere Leute kaufen? Und genau das ist der Aspekt. Frag dich erstmal selber, was sind die 33 Dinge, 33 Dinge, warum jemand dein Produkt kaufen sollte. Warum würdest du es selbst kaufen? Ja? Und wenn du das einmal notiert hast, wenn du das weißt, dann kannst du das wunderbar in einen Blogbeitrag verankern und kannst es mit anderen Produkten vergleichen. Ja? Das heißt also, du kannst, ich sag mal, du bist jetzt im Skincare-Bereich unterwegs. Ja, du vergleichst vielleicht jetzt mal irgendwelche Mary Kay-Produkte mit Produkten von Kajani Skincare. Ja? Wenn du das mal direkt miteinander vergleichst, wo sind die Benefits, was der Vorteil, was der Nachteil? Oder Nachteile oder Vorteile von Produkten aus der Apotheke, kommt auch sehr, sehr häufig. Ne? Warum sollte ich denn dein Produkt kaufen aus dem Network, wenn es das in der Apotheke doch viel günstiger gibt? Ja? Dass in der Apotheke meistens keine Produkte stehen, die jetzt irgendwelche Nobelpreise gewonnen haben oder sowas, ist fast schon klar. Ja? Und dass einige Network-Produkte entsprechend sehr viel höhere Qualität haben, ist eigentlich die Regel. Ja, das ist nur etwas, was wenige Menschen da draußen wissen, dass die Network-Unternehmen sehr, sehr häufig qualitativ viel hochwertigere Produkte entwickeln lassen, weil sie natürlich auch viel, viel besser ja, oder höherpreisig verkaufen müssen, damit dementsprechend auch die gesamte Struktur, der gesamte Aufbau funktioniert. Also, was sind die Benefits deines Produkts? Wie schlägst du das Argument, warum sollte ich dein Produkt nehmen, wenn ich doch auch das und das Produkt kenne? Darauf solltest du vorbereitet sein, darauf solltest du Antworten haben und darüber solltest du einen Blogbeitrag schreiben. Wie gesagt, wenn du diesen Blogbeitrag selber nicht hinbekommst, wie willst du dein eigenes Business skalieren lassen? Okay. Ich habe dir in dem Blogbeitrag hier selbst auch noch einen Link zu meinen 33 Punkten für die Erfolgswolf Akademie einfach mal reingepackt, um dich ein bisschen inspirieren zu lassen. Punkt Nummer 2.
oder Blogbeitrag Nummer 2, ne? Wenn du schon die Wir gegen Sie-Geschichte hast, dann ist es auch sehr, sehr nützlich, wenn du Vorher-Nachher-Testimonials hast. Ja, das heißt also, wenn du Menschen hast, die dein Produkt verwendet haben und die ihre eigene Erfahrung zur Verfügung stellen. Klassische Vorher-Nachher-Effekte. Ob das jetzt Produkte aus dem Abnehmbereich sind, Nahrungsergänzungsmittel, Skincare-Bereich, ja, Leute, die dein Produkt verwendet haben, die vielleicht weniger Falten haben, die jetzt fitter sind oder wie gesagt, die jetzt abgenommen haben und so weiter und so fort. Ja, Vorher-Nachher-Effekte, das sind die Dinge, die die immer ziehen und die du halt auch immer als Blogbeitrag wunderbar verarbeiten kannst. Und ich hoffe für dich, ja, dass dein Business, dein Produkt und dein Geschäft sehr, sehr, sehr viele positive Testimonials produziert. Ne? Ansonsten ist das mit dem Produkt immer so eine Frage, ne? Ob das wirklich so der Burner ist. Ja? Okay, ist eigentlich relativ einleuchtend, nutze es aber auch. Also mach es auch. Ne? Ein Blogbeitrag immer schön authentisch und lass dir vorher, nachher Bilder geben von den Personen, auch dass du das Bildrecht und so weiter hast. Also das vielleicht mal so einen kleinen rechtlichen Hinweis. Ja? Gut, also wir gegen sie. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Testimonials reinlaufen zu lassen. Was wir auch für Möglichkeiten haben, das sind die wirklichen Erfolgsstories von Dritten. Ja, also Menschen, die in unserem Business bereits drin sind. Ja, also wirklich Machertypen, die ihre Geschichte erzählen, wie sie angefangen haben, wie sie das erste Geld verdient haben, wie jetzt meinetwegen ihr Kontoauszug aussieht. Man muss es zwar jetzt nicht übertreiben, aber da, ja, ist so eine Interviewform, die ist wirklich super. Also frag Leute, die du kennst aus deinem Business, die dementsprechend dir ihre Erfahrung, ihr Know-how zur Verfügung stellen. Das führt auch dazu, dass du sehr, sehr, sehr viel interessanter für zukünftige Partner wirst. Ja? Du kennst Menschen, die in diesem Business schon extremst erfolgreich geworden sind. Ja? Die haben es vorgemacht. Du weißt, wie es funktioniert, weil du hast sie auch interviewt und du kennst die Leute. Du wirst viel, viel, viel interessanter und die Menschen kommen automatisch auf dich zu und fragen dich, ob sie sich das als Partner auch mal irgendwie anschauen könnten. Ja? Also Interviews mit Leuten aus deinem Business, die bereits Erfolg haben. Mach das mit einem Google Hangout oder ich meine, das ist die einfachste Möglichkeit. Oder nimm dir einen Skype-Call auf. Ja, und es gibt heute so viele Software, wo du mit einfach Videos aufnehmen kannst, ist wirklich relativ easy. Okay. Also, die Wir gegen Sie-Posts, ja, die Testimonials, die Erfahrungsberichte bzw. Interviews mit den erfolgreichen Partnern. Und dann solltest du natürlich auch in der Lage sein, deine eigene Geschichte zu erzählen. Ja, deine eigene Story, deine eigene Produkterfahrung oder halt auch Erfahrung mit dem Unternehmen. Ja, also was macht es denn aus, dass du unterwegs bist, dass du die Möglichkeit hast, auf Wahnsinns-Events zu sein, dass du vielleicht an einem Bonusprogramm teilgenommen hast, dass du jetzt vielleicht ein Auto von dem Unternehmen gestellt bekommst, dass du auf einer Fähre unterwegs bist mit diesem Unternehmen, bei dem du tätig bist, dass du viele neue Dinge gelernt hast auf Events, ja, dass dir Online-Marketing meinetwegen gezeigt worden ist auf einer Network-Veranstaltung oder dass Network-Marketing auf einer Online-Marketing-Veranstaltung gezeigt worden ist. Whatever. Zeig den Leuten da draußen, dass deine persönlichen Erfahrungen, dass das, was du vorleben möchtest, auch wirklich real ist. Ja? Und nicht nur irgend so eine komische Luftnummer, dass du dir nur in deinem Kopf vorstellst. Ja, du musst es wirklich leben, du musst dabei sein und darüber kannst du dann schreiben. Mach die ganze Zeit Bilder von den Events, mach Videos. Ja, so ein Video zu machen, mal eben Handy rauszuholen und kurz mal ein Video zu drehen, ist überhaupt kein Problem. Auf YouTube hochzuladen, dann hast du immer etwas, was du den Menschen zeigen kannst. Total easy. Mach es. Ja? Okay, und die letzte Nummer, ich will das jetzt ja auch nicht über die Stränge schlagen. Ja? Wie gesagt, hast du alles im Blogbeitrag auch nochmal geschrieben von mir. Plus ein kleines Benefit zum Downloaden. Und als letztes, und das mache ich vor allen Dingen sehr, sehr gerne, die Posts und Blogbeiträge für deine Teampartner oder auch potenziellen Teampartner.
Also schreib natürlich die Dinge, die du als Tipps für das Business, wie du das vorangetrieben hast, wie das bei dir funktioniert, wie du Leute reingeholt hast, wie du Kunden gewonnen hast, ja, wie du Online-Marketing angefangen hast, wie du E-Mail-Marketing eingebaut hast, wie du Facebook-Werbung geschaltet hast, wie du auch mal Off-Page, also klassische Zeitungsannoncen geschaltet hast für dein Business, Flyer entwickelt hast, egal was, alles, was für deine Teampartner ebenfalls interessant sein könnte, das schreibst du in Blogposts. Ja, Teamtraining, Blogposts. Und daran sehen schon externe Menschen, du machst das öffentlich zugänglich, für alle anderen auch. Und dann sehen die anderen Menschen von außen schon, scheiße, ist da viel Input. Ja, das ist richtig guter Input und da muss ich mitmachen. Ich will mit Teil dieser Community sein. Und genau das, deswegen sind diese fünf Arten der Posts, ja, die ich dir hier mit auf den Weg gebe, die wirklich besten Arten, Blogbeiträge zu publizieren. Die kannst du natürlich häufiger schreiben. Ne? Du kannst mehr Testimonials machen, mehr Teamtraining-Posts. Du kannst immer über deine eigenen Erfahrungen schreiben und natürlich auch ja, Testimonials reinholen und auch immer die Stars und Sternchen deines Business reinholen. Und du kannst auch deine Produkte immer wieder mit anderen Produktarten und Argumenten vergleichen. Okay, ja, wenn dir das Video gefallen hat auf YouTube, gib dem ein Däumchen hoch, kennst das Spielchen, abonniere meinen Kanal, würde mich natürlich auch super freuen. Und wenn du mal Bock hast, in einem Unternehmen dabei zu sein und dich auch gleich von ein paar Pros ja, unterrichten zu lassen, da komm einfach rein. Ja, schreib mir, melde dich bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute. Dein Ralf von Erfolgswolf. Mach's gut und tschö mit Ö.